Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zombie. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir wollen ja heute bei Friedman den Keller erreichen. Und ich habe da so meine Bedenken. Ich lade mal ganz kurz die Taschenlampe auf. Zumindest ein bisschen. Weil es scheint hier sehr dunkel zu sein und jetzt ist gerade kein Gegner da. Es ist mir lieber, dass die jetzt auflädt, als wenn wir einen Gegner vor der Nase haben. Das wäre dann nicht so fein. Oh, erstmal scannen. Da ist ein Infizierter. Ansonsten scheint es ruhig zu sein. Ah, es ist stockduster hier drin, ne? Oh, da können wir mal den Paddel auspacken. Bevor der aufsteht und uns in den Rücken fällt. Wo gibt es da noch was? Nein. Wieso ist die mitgekommen? Na, Leiter benutzen. Guck mal zu hoch. Da muss man unten gucken. Und da muss Paddy. Wo willst du hin? Auf eine kleine Plünderungstour oder was? Hier in der Gegend gibt's nicht viel zu holen. Na doch, diese armen Hunde mussten sich selbst schützen. Von der Regierung im Stich gelassen. Diesen sogenannten Staatsdienern, die schleunigst nach Westminster und in den Palace abgedüst sind. Hat auch nichts gebracht, eh? Hörst du das? Genau deshalb geht dieses Land vor die Hunde. Die Leute feiern, statt sich vorzubereiten. Eine Party ist die beste Vorbereitung, oder? Munition. Sehr schön. Ah, cool. Können wir hier reingucken, ja? Das sieht doch sehr aufregend aus wieder. Wir kommen nur da. Wie kommen wir denn da rein? Über die Mauer da, wa? Ja. Ich darf gleich rüberspringen, ey. Will doch erstmal gucken vorher. Man noch zu der Party kommt? Oh. Eine andere Textur. So, da. Oh, das sieht doch nicht gut hier drin aus, oder? Wo kommst denn du her? Ich hab extra durchs Fenster geguckt. Da haben wir schon wieder Explosivmittel. Warte mal, gucken wir mal ganz kurz. Leer. Ach du Scheiße, was ist hier alles? Wieder mal mit Dietrich unterwegs, da war's. Was bist du denn Schönes? Molly, Arztkoffer, wir werden hier gerade. Oh, meine Taschenlampe. Lad die auf. Lad die gute Taschenlampe erstmal auf. Hier werden wir wahrscheinlich dann reinkommen. Tür geöffnet, Tür verschlossen, geöffnet.
Leuchtrakete. Ja. Können wir hier auch mal so zwischen gucken? Nö. Achso, die Taschenlampe wird auch benutzt, wenn man dieses Ding nimmt. Oh, da war eh nichts drin. Aber ich muss jetzt erstmal warten, bis die Taschenlampe aufgeladen ist. Wer weiß, wie es hinter der Tür aussieht, wir werden gleich angefallen und so stockduster. Wir haben hier überhaupt nichts. Und Ute, die liegt hier die ganze Zeit im Weg. Eieiei, na gut. Ich habe kein gutes Gefühl, echt nicht. Ich wusste, dass das stockduster ist. Das war echt, ich bin überrascht, dass noch jemand lebt. Okay, nicht jeder kennt dies Prophezeiung. Aber wie kann man angesichts des Weltuntergangs so blind sein? Unglaublich. Oh, der klettert rüber. Dachte, er muss jetzt außen rum gehen. Gut, das war einfach. Der hat lauter gebrüllt, als er wirklich Schaden gemacht hat, wa? Wir können hier nicht rüber. Doch, komm. Ah, das gefällt mir hier nicht. Der stand hier wahrscheinlich wieder hinter. Die Tür ist verschlossen. Ich habe so das Gefühl, wir müssen hier durch diese Tür. Ich werde die hier ins Freie locken, oder? Oder nicht? Kommen wir doch mal. So, die hat's hinter sich. Oh, der rennt. Na, komm her. Wo bist du? Ach du Scheiße. Warum muss denn da ein Polizist drin sein, bitte? Ja, komm, komm, komm. Ne, noch einer? Komm her. Gut, dass ich die Taschenlampe aufgeladen habe, ey. Da könntest du jetzt mal sterben. Huch. Hä? Ein Molly. Na gut, das werden weniger, ne? Ja, komm. Dich habe ich doch eigentlich erwartet, nicht den Polizisten. So, hier ist jetzt erstmal Ruhe, ne? Ja. Da hinten sind sie noch alle. Na, sieht der mich ja. Das war ein guter Schlag. Warum dauern manche so lange und manche gehen gleich tot? Und da hinten sind immer noch zig Viecher.
Ja, ja, komm mal her, mein Guter. Ja, komm, 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 komm. Ja. Kommst du nochmal? Ja. Fein machst du das. Ach, da kommt schon der nächste. Na, komm, komm, komm. Wird hier ein Schlachtfest. Gut, dann haben wir da noch einen und da noch einen. Okay. Und jetzt würde ich gerne abspeichern. Das läuft ja fast zu gut. Die Taschenlampe ist schon wieder aus. Da haben wir irgendwas bei, ja. Nummer 4. Was, wo? Wie? Was passiert denn hier? Mach mir doch nicht so einen Schreck, ey. Nur die Tür ist verschlossen, ne? Ja. Ist immer noch nur halb aufgeladen. Okay, das hat voll was gebracht hier. Auf dem Dach liegt was? Und wie komme ich darauf? Schwierig, schwierig, schwierig. Hier so, nee. Gabelstapler auch nicht. Wahrscheinlich von da oben irgendwie springen. Dann muss man mal sehen, wie wir da oben raufkommen. So, da, 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 da. So, hier. Kommen wir hier hoch? Nein. Wo ist er denn? Ach, da oben. Den will ich lieber hier draußen haben. Der kommt nicht, ja? Warte mal, ich hab da die Armbrust. Na gut, die bringt wohl nicht viel. War eine Menge Munition. Ich hoffe, du gibst mir was wieder. Eine Mine. Super. Gut, dann kommen wir vielleicht hier hoch. Sieht ganz passabel aus. Da kommen wir rein. Wo kommen wir denn da hin? In die verschlossene Tür. Arztkoffer? Mehr gibt's hier nicht, oder was? Ah, toll. Super. Bin wieder da. Wer noch?
Na gut, haben wir aber den Geheimgang gefunden. Nicht wie im Schloss da, wo wir den Weg nicht finden. Da haben wir ein Safehouse. Leuchtraketen, na, pf, klasse. Ja, hopsen kann man ja wieder nicht. Na gut, haben wir ein paar Leuchtraketen, ist doch auch gut. Hat nicht jeder. Ah. Wenn so eine Verstecke sind, sollte doch da was Vernünftiges liegen irgendwie. Wollen wir nochmal scannen? Wir scannen nochmal. Ist nichts weiter. Wir sollen da durch, aber wir werden dann hier erstmal ins Safehouse gehen, würde ich sagen. Eine versperrte Tür. Oh mein Gott. Die machen wir mal zu. Nüschti, nüschti, wa? Hätten wir auch scannen können, aber ich wollte Batterien sparen. Sollte ich sowieso mal machen. Warte mal, da war doch so ein Vogel. So. So besser? 3. Ah, ich erkenn's nicht. Ja, Tür benötigt Code. Ich kann's. Ah. Kannst du dich erkennen, um ehrlich zu sein. So war. Wenn jetzt wenigstens gezeigt wird, welches Pin das ist. Karte aktualisiert, okay. Aber ich kann die Zeichen nicht deuten. 0 vielleicht? 2, 3 oder 8 vielleicht? Aber was soll das denn? Hier geht's komplett auseinander. Ich kann diese andere Zahl nicht lesen. Die ist hier auch gar nicht drauf. Was soll denn das für eine Zahl sein? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ist hier vielleicht doch noch ein Hinweis? Zombie sollte ja nicht dahinter sein.
Ach so, das ist die Seite. Ah ja, gut, verstehe. Hinweis, Hinweis, Hinweis. Meine hier mit dem Hinweis ist ja schon ganz okay, aber ich kann die Zahlen nicht lesen. Ich kann die verdammten Zahlen nicht lesen. Eigentlich habe ich doch das Rätsel gelöst. Warum sagt ihr mir nicht, ja, hier hast du die Zahlen? So doch, jetzt ist er perfekt, ne? Könnt doch 8, 2, 0 sein. 8, 2, 1, 0. 8, 2, 7, 0. 8, 2, 9, 0. Gut, ich habe keine Ahnung. Bestimmt. Na gut, ich würde sagen, ich werde hier mal weiter probieren. Und dann denke ich mal, sehen wir uns vielleicht in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und dann werde ich wahrscheinlich auch die Tür aufhaben. Ich werde das mal ein bisschen probieren jetzt. Mal gucken. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.